la prima le chi? Wer ist denn da? Eine kleine Eleni. Ja, man muss doch gut fahren können. So, wir bewegen uns jetzt in Richtung San Marco. Piazza San Marco. Das ist der einzige Platz, der sich Piazza nennen darf, weil dieser Platz als einziger gepflastert ist. Leni. Heute ist Weihnachtsverkehr vom Land in die Städte, würde ich mal sagen. Vom Land in die Städte. So, ich habe mir einfach den Regenschirm gespannt über meine Kamera. Dann laufen wir jetzt quasi durch die Gassen immer noch in Richtung San Marco. Aber ich mache dann erstmal aus und melde mich nachher sofort wieder. Denn es geht hier endlos weiter mit diesen Gassen und Straßen und Ende. Thank you.
So, weiter geht's. Das war, welche Kirche war das? Kam aus dem Bäcker raus. Ja, schlaues Tier. Murano. Das ist die Manufaktur, die Glasmanufaktur. Venezia, Italien. Murano. Souvenirs, Souvenirs. Meine lieben Damen und Herren, hier einen Wandteppich. Für 50 Cent fängt es an, 89 Cent, hier schöne Weihnachtsbäume, wunderschön, Murano, Handarbeit, italienische Handarbeit. So, hier wieder Murano, eine Top-Adresse, ich werde verfolgt von einer schönen Brasilianerin. So. Wo geht's lang? Was? Ja? Nee? Ja? Oder hier? Ah, hier. Oder hier? Oder hier? Ja, es wird gegessen. Hier eine Zeitung als Schirm. Ja, sehr gut. So, hier kann man die Taschen abgeben. Bagage. Ich wollte Bagage kaufen. Ja, meine lieben Damen und Herren. Und jetzt kommt der San Marcos Platz. Piazza San Marco, meine lieben Damen und Herren. Doch etwas los hier auf dem Platz. Einer schiebt seinen Laden gerade weg. Andere schieben ihren Laden gerade auf. Da ist die Elin. Und Elin hat schon wieder was gekauft. Was ist das? Souvenir. Ah, Souvenir. Okay. Ich nehme einen Kaffee machen, ja? Ein Kaffee? Wir wollen einen Kaffee machen? Ja, und der Pause kommt wieder hin. Ja, wir gehen mal da hinten zu diesem Baum. Den müssen wir uns unbedingt mal ansehen, weil der sieht sowas von schön aus. Da können wir uns nachher mal umdrehen, diesen Deutsche Palast. So, meine lieben Damen und Herren, ich folge diesem Leitwolf sozusagen, und da sind die anderen Leitwölfe. Diese Vierbeiner legen verdächtige Haufen. Jede Ecke und überall sind Japaner. So. Was ist jetzt? Ja, da würde ich nur sagen, stopp. Wir werden uns sofort wieder, nachdem wir Kaffee getrunken haben. Ende. Agora? Fala? Português, né? Estamos na Praça de São Marco. À minha esquerda é a catedral.
Ich habe gedacht, das schon mal. Und ja. So, hier sitzen vereinzelt Löwen. Ja, die sind gar nicht mehr scheu. Ne? Die kennen sie nämlich aus hier, die kleinen Weißen. Ne, Ellen? So, wir laufen jetzt mal zu dem Baum. Weißt du, wie der Baum heißt? Ist der Baum von Versace? Ist er wohl nicht, oder? Ja, gut. Das ist ein Pavillon und in der Mitte steht ein Baum mit vielen Lämpchen besteckt, jetzt zur Weihnachtszeit. Und akustisch wird man beschallt mit klassischer Musik den ganzen Tag, Tag und Nacht. So, ich weiche mal aus. So, Natale, Christmas. San Marco. Lautsprecher, diese Beschallkästen, die lauschen der Musik. So. Wir gehen hier einmal rum, um diesen Pavillon, bei diesem super Wetter, bei diesem klasse Regen. Und da, meine lieben Damen und Herren, sehen Sie hier eine verdächtige.